Sehr geehrte Gottesdienstbesucher, ein paar kurze Hinweise zum Gottesdienst während der Corona-Zeit. Bitte lassen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz während des gesamten Gottesdienstes angelegt. Eine Ausnahme bilden nur die liturgischen Sprecher. Der Friedensgruß durch Handreichung und Umarmung unterbleibt. Die Abstandsregelungen von 2 Metern sind während des gesamten Gottesdienstes einzuhalten. Die Kollekte wird am Ausgang der Kirche in bereitgestellten Körben erbeten. Zur Kommunionausteilung. Der Zelebrant sagt einmal laut am Altar, der Leib Christi. Alle antworten gemeinsam Amen. Danach wird die heilige Kommunion ausgeteilt, ohne Spendeformel. Mundkommunion ist nicht möglich, nur Handkommunion. Die Kommunionspender gehen durch die freien Reihen und teilen die Kommunion aus. Sie können an Ihrem Platz warten. Wenn Sie die Heilige Kommunion nicht empfangen wollen, bleiben Sie bitte sitzen oder geben Sie ein kurzes Zeichen. Bitte öffnen Sie Ihren Mundschutz zum Empfang der Heiligen Kommunion erst, sobald die Kommunionspender weitergegangen sind. Wir bitten alle, nach dem Ende des Gottesdienstes den Dom reihenweise geordnet unter Einhaltung der Abstandsregeln über die Adamspforte oder die Sakristeipforte zu verlassen. Alle sind gebeten, auch vor der Kirche keine Ansammlung zu bilden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Liebe Schwestern und Brüder, hier im Dom versammelt, auf dem Domplatz und auch zu Hause mitfeiernd durch Livestream mit uns verbunden. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Fronleichnamsfest. Freue mich, dass Sie alle mitfeiern, hier und zu Hause. Grüße auch unseren neuen zweiten Bürgermeister und auch den dritten. Wir feiern ja Fronleichnam als das Fest, das uns zeigt, Gott geht mit uns, er ist bei uns im Alltag unseres Lebens, in der Kirche natürlich, aber auch draußen, in den Familien, in den Werkstätten, in den Kranken- und Häusern und Altenheimen, überall in den Schulen und Kindergärten. Unser Gott geht mit uns. Und er gibt uns Kraft und Stärke, gerade in schwierigen Zeiten. Er löst nicht all unsere Probleme, aber er hilft uns, sie zu lösen. Er macht nicht alles für uns, aber er gibt uns Geist und Inspiration, dass wir das machen können, was uns zu tun aufgetragen ist und was nötig ist, gerade jetzt, auch in dieser Zeit. Lasst uns ganz aus tiefem Herzen heute besonders Fronleichnam feiern, mit der Bitte, dass Gott uns segnet, uns und alle, und damit er uns begleitet in dieser Zeit und uns hineinführt in eine neue Zeit der größeren Freiheit, des besseren Miteinanders. Lasst uns so dieses Fest feiern und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Besinnen wir uns einen Augenblick und bitten wir dann den Herrn um seine erbarmende und liebende Gegenwart, jetzt hier bei uns und für alle Menschen, für die wir beten und an die wir denken.
Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen im Abendmahlsaal, tut dies zu meinem Gedächtnis. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast das Leben getragen bis zum Tod und hin in die Auferstehung ins ewige Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unserer, verzeih uns Schuld und Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns bieten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater liebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich während der 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und den Herrn, dein Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat, der dich durch die große und furchterregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab, der für dich Wasser aus dem Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Er hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Ihr Gott hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Ja, Gott hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk. Ihr Gott hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, bei der Heiligen Messe ist das Ende genauso wichtig wie der Anfang und auch die Mitte. Die Heilige Messe hat ja auch ihren Namen eben vom Ende der Eucharistiefeier, vom lateinischen Ite, Missa est. Geht, ihr seid gesendet. Am Anfang sagen wir, was die Messe uns schenken soll, nämlich Gnade und Friede sei mit euch. Ja, Gnade und Friede soll uns jede Eucharistie schenken. Und in der Mitte sagen wir Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist Eucharistie. Das will uns die Eucharistie schenken. Aber dann sollen wir hinausgehen und diesen Frieden, dieses Heil den Menschen mitgeben. Unser Glaube ist nicht für die Kirche und die Sakristei und den Tabernakel. Unser Glaube will in der Kirche gestärkt werden, damit wir dann hinausgehen und wirken zum Heil und Frieden aller Menschen. Fronleichnam hebt dieses Gehet hin, bringt Frieden hervor und unterstreicht es. Jede Eucharistiefeier soll uns befähigen und bestärken, der Welt Frieden und Heil zu bringen. Wir feiern heute Fronleichnam in der Corona-Zeit. Die Eucharistie hier im Dom und dann gehen wir nicht wie sonst hinaus mit unserem Domkreuz, mit den Statuen, mit den Stangen, den Ehrenstangen und Zunftstangen, aber wir gehen doch hinaus und werden am Fürstenportal
am Kranz des Domes und dann hier auch den Segen erteilen. Und der Segen, das ist das Wichtige, dass wir alle gesegnet werden durch Jesus Christus. Wir haben es eben in der ersten Lesung gehört, Jesus ging schon mit dem alten Volk Gottes. Der Gott Jahwe, der Vater Jesu Christi, hat dieses Volk begleitet, auch durch die Wüstenzeit und gerade da. Und er sagt uns heute, ich gehe auch mit euch durch die Wüstenzeit der Corona-Pandemie. Und er sagt uns in der zweiten Lesung, ihr seid mein Leib. Durch jede Eucharistiefeier werden wir tiefer in seinen Leib hineingenommen. Und dieser Leib Jesu Christi, der ist für die Menschen da. Er hat sich für uns hingegeben und er hat uns gezeigt, was das bedeutet zu Lebzeiten. Er ging zu den Kranken und machte sie gesund. Er ging zu den Betrübten und tröstete sie. Er half denen, die hilflos waren, und zeigte sich als der barmherzige Hirte und gute Gott und Vater. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Eucharistiefeier. Hier uns dessen bewusst werden, dass wir zu Jesus Christus gehören und dann hinausgehen und tun, was er uns getan hat. Das ist Eucharistie, das ist unser Glaube, das ist von Leichnam. Und von Leichnam drückt all diese Aspekte in ganz besonderer Weise aus. Lasst uns so dieses Fest heute feiern. Jesus Christus ist mit uns, er geht mit uns, er begleitet uns und mit ihm kann es immer nur gut gehen. Amen. Lasst uns unseren Glauben bekennen an den dreifaltigen, gütigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Lasst uns beten für die heilige Kirche Gottes und die gesamte Christenheit. Christus, du Sohn des Vaters im Himmel, wir bitten dich, erhöre uns. Christus, du hast deine Kirche von allen Wegen zusammengerufen. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, du hast mit deinen Jüngern das heilige Mahl gehalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, du stärkst auch uns mit dem Brot des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, führe alle Gläubigen zu einer Gemeinschaft zusammen. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, steh unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig und allen, die in christlichen Kirchen und Gemeinschaften Verantwortung tragen, in ihrem Amte bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, stärke in allen, die an dich glauben und auf dich vertrauen, den Willen zur Einheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr allmächtiger Gott, du hast alles geschaffen, um deines Namens willen. Speis und Trank hast du den Menschen zum Genuss gegeben, damit sie dir danken. Uns gibst du auch die geistige Speis und geistigen Trank und ewiges Leben durch Jesus Christus, deinen Sohn.
Für alles sagen wir dir Dank. Du bist mächtig. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist wirklich und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Herr, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe, Priester und Diakone und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Beispiel und Wort Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens, der Versöhnung und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich auch unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg einmal zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf
und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern, mit unseren Bistumspatronen Heinrich, Kunigund und Otto und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Gebet des Herrn miteinander sprechen, in dem all unsere Bitten und Gebete zusammengefasst werden können. Beten wir hier und beten Sie auch zu Hause laut mit das Gebet unseres Glaubens. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist unsere Versöhnung und unser Friede. Lasst uns voll Vertrauen bitten. Herr, schenke uns Frieden, jedem im eigenen Herzen. Schenke Frieden in unseren Familien. Schenke Frieden in unseren Dörfern und Städten. Schenke Frieden und Einheit der Kirche. Schenke allen Nationen Frieden ohne Krieg und Terror. Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir setzen jetzt das Allerheiligste in die Monstranz ein und ziehen dann hinaus auf das Fürstenportal und segnen dann zweimal auf dem Domkranz und dann kommen wir zurück und halten hier den Schlusssegen. Feiern Sie innerlich mit, Sie hier in der Kirche, draußen, aber auch zu Hause. Beten wir, lassen wir uns segnen und bitten wir um den Segen für alle Menschheit, für alle, die wir uns am Herzen liegen, für unsere Stadt und unseren Landkreis, für alle in dieser Welt und auf dieser Erde. Thank you.
Zeichen der Einheit. Das Allerheiligste ist am Fürstenportal angelangt. Stadt und Landkreis Bamberg, Franken und Bayern sowie die Bundesrepublik haben in der Corona-Pandemie viele zusätzliche Aufgaben zu erfüllen, zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger. Wir danken allen bei dieser ersten Station, die sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen einsetzen. Die Ärztinnen und Ärzte sowie dem Pflegepersonal in Kliniken, Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen. Den Beschäftigten in den Kindergärten und den Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen, den Polizistinnen und Polizisten, den Politikerinnen und Politikern, den Gewerbetreibenden sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir bitten um den Segen für sie alle, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden und dem Gemeinwohl dienen. Das Allerheiligste ist nun zum Domkranz gezogen. Bei der zweiten Station denken wir an alle, die derzeit besonders leiden und betrübt sind, sich ängstigen und voller Sorgen sind, an die Kranken und die alten Menschen, die Kinder und Jugendlichen, die zu Hause leiden und mit dem ungewohnten Lebensrhythmus nicht zurechtkommen. Für alle, die um ihren Arbeitsplatz bangen, sowie für die, die sich mit allen Kräften einsetzen, ihre Firmen und Betriebe zu erhalten. Wir bitten um den Segen für sie und um eine gute Zukunft für uns alle.
Wir leben in einer globalen Welt und erkennen immer mehr, dass wir eine internationale Völkergemeinschaft sind. Wir wissen auch um die Not der Fernsten und dass deren Probleme auch unsere sind. Die Corona-Pandemie vermehrt den Hunger in Afrika, Asien und Lateinamerika und ebenso die Migrationsbewegungen weltweit. In Indien, Bangladesch und Pakistan sind aber Tausende arbeitslos geworden, weil die Textil-, Schuh- und Elektrogeräteindustrie stillsteht. Die medizinische Versorgung ist in vielen Entwicklungsländern erschwert und Medikamente kommen bei den Kranken nicht an. Die Konflikte um Wasser und Ackerland nehmen zu. Wir bitten um den Segen für die Ärmsten der Armen in unserer Welt, sowie um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für sie. Wir verharren einen Moment in Stille, schweigender Anbetung vor dem Herrn.
Nummer 675, Abschnitt 6. 675, Abschnitt 6. Jesus sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis, Auftrag, Testament, Sendung für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen, Geheimnis des Glaubens. Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, zum Abendmahl mit den Jüngern versammelt. Wir beten dich an, mein Geist. Du Herr, stehst am Anfang deines irdischen Weges. Wir beten dich an und preisen dich. Du Herr, blickst auf deinen drohenden Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du Herr, nimmst deine Hingabe am Kreuz vorweg. Wir beten dich an und preisen dich. Du selbst wirst Paschalamm. Wir beten dich an und preisen dich. Du stiftest das Mahl des neuen und ewigen Bundes. Wir beten dich an und preisen dich. Du begründest die Eucharistie der Kirche. Wir beten dich an und preisen dich. Du eröffnest das ewige Hochzeitsmahl. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Leiden. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deinen Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deine Auferstehung. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Ostern. Wir beten dich an und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Du schenkst dich uns, wenn wir dein Gedächtnis. Dein Leiden am Kreuz verurteilt alle, die Menschen zu Opfern machen. Dein Opfer ist ihr schärfstes Gericht und schreit nach Gerechtigkeit. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gekreuzigt, du bist unter uns, wenn wir deine nennen. Dein Tod auf Golgotha beschämt alle, die deine Botschaft verwerfen. Dein Sterben ist dein stärkstes Zeugnis und lädt zur Nachfolge. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gestorben, du bist in unserer Mitte, wenn wir dein Mahl feiern. Deine Auferstehung aus dem Grab besiegt alle, die Gottes Macht bezweifeln. Dein Ostern ist sein größter Triumph und ruft zur Mission. Herr Jesus Christus, für uns und für alle auferstanden, du bist bei uns, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Wir bitten gemeinsam, Vermächtnis des Herrn ernähre mich, Tod Christi präge mich, Auferstehung Christi berge mich, Werk Christi rufe mich, Sendung Christi sende mich, Geheimnis Christi, öffne dich, in deine Nähe ziehe mich, vor allem Bösen schütze mich, aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Die Kirche in unserer Erzdiözese in Deutschland und weltweit verkündet auch in der Corona-Zeit den Glauben, die Hoffnung und die Liebe Jesu Christi. Sie steht den Kranken und Sterbenden bei,
tröste die Betrübten und richtet die Niedergeschlagenen auf. Wir danken allen, die sich in besonderer Weise einsetzen. Papst Franziskus, den Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten, pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den vielen Ehrenamtlichen. Wir bitten um Kraft und Mut für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie um Berufungen für die kirchlichen Dienste in der Verkündigung, in den Gottesdiensten und in der Caritas. Wir bitten um den Segen für unser Erzbistum und die ganze Kirche Jesu Christi, katholische, orthodoxe und alle evangelischen Christinnen und Christen. Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ot redemptionis tue fructum in nobis iucida sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Thank you.
Te Deum laudamus. Amen.
Dank.